Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir sammeln eben noch die beiden Fässer hier ein, bevor wir auf das Floß darüber gehen. Und so. Nein, den haben wir nicht erwischt. Aber jetzt. Oh, und Boris hat wieder zugebissen. Ah, geil, wir kriegen wieder zwei fertig. Perfekt. Dann sind das jetzt nur noch 9 Felder. Und dann können wir den hier wieder hochsetzen, damit wir wieder der Strömung folgen können. Die Überlegung, die ich jetzt habe, ist aber wirklich, wo packen. Hier unten will ich auf jeden Fall den Lagerraum auch haben. Sobald wir hier unten fertig sind zumindest. Also hier überall schon so einen Rand hingebaut haben. Und dann, wie werden wir das dann genau dann anstellen? Weil wir wollen hier unten auch die Netze haben. Ja, so diese Auffangnetze. Da müssen wir auch noch überlegen, wie wir das genau anstellen. Immer noch 32 Tage. Da war doch gerade ein Brett. Hier. Oh, komm. Wo ist die Planke hin? Komm schon. So, haben wir es erreicht. Aber stört mich schon ein bisschen, dass wir die ganze Zeit rückwärts fahren. Aber okay, wir haben ja noch kein Steuerruder. Ja, wir haben die beiden. Nice, wir können jetzt noch einen machen. Und es regnet. Können wir nicht einfach so wie in The Forest hier so ein Auffangbecken machen, irgendwie für Regenwasser? So, Stein kann weg, Plastik kann weg, das kann weg. Wir haben wieder so ein Teil, ein Scharnier. Müssen wir eben ganz schnell einlagern. So, das kann eingelagert werden. Dann können wir hier noch ein paar Nägel machen. Ja, komm, machen wir komplett leer. Und dann hier hin. Dann können wir die da einsammeln. Schrott werden wir gleich wahrscheinlich so oder so nochmal genug kriegen. Ist da hinten ein Floß? Oder ist eine Insel? Kriegen wir den? Ja, wir haben den. Das ist ein Floß. Holen wir uns den mal. So, gleich sind es 33 Tage. Ja, das ist ein Floß, ganz klar. Ah, nice, wir können wieder einen machen. Und wir können auch mal die Rüben hier draufballern. Dann haben wir gleich zumindest wieder ein paar gekochte Rüben mehr. Aber wir springen schon mal rüber. Auch wenn Boris jetzt gleich angreift. Komm, 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 komm. Ja, wir haben es noch geschafft. Noch vor Boris. Ah, oh, wie viele Planken. Da ist schon Boris. Genau in dem Moment bleibt Boris an.
Ah, waren aber doch nur 4. Aber wir haben wieder ein bisschen was zum Einlagern. Das ist hier zum Beispiel noch ein Scharnier. Da kriegen wir aber ordentlich was. Kartoffeln haben wir wieder was. So, die tauschen wir einmal aus. Dann können wir noch mal ein bisschen was essen und trinken. So, und packen noch mal die 3 drauf. Ach so. Erstmal wieder zumachen. Weil wir wieder in der Strömung sind. Den werden wir nicht mehr kriegen. Oder können wir? Wir können es mal riskieren. Vielleicht kriegen wir den doch noch. Aber nee. Den kriegen wir nicht mehr. So, nochmal eine Planke rein. Ja. So, da können wir die Rüben hier auch noch schon mal draufpacken. Können wir die Kartoffeln als nächstes machen. Was soll ich mit so vielen Seilen? Ich kann, glaube ich, kann die Seile auch erstmal wegschmeißen. Hier, die können auch weg. Oder die hier. ...33 Tage, nice. Gäste! Nein! Schnell, schnell. Nein, ich komme hier nicht durch. Komm! Ich muss die Kiste haben. Ja, nice. Boah, geil, so viele Palmblätter, ey. Gab es gegarte Kartoffeln dazu oder habe ich die vorne eingesammelt? Komm, die Rezepte kriegen wir auch später genug. Können wir erstmal noch nicht einlagern. Nur 2 Planken. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Können wir die noch hier reinballern? Und packen die noch drauf. Ist das eine Kiste oder ein... Das ist eine Kiste. Ganz klar eine Kiste. Wie konnte ich jetzt die Insel übersehen? Ich hoffe, die kriegen wir noch. Dann ist mir das, die Kiste da egal in dem Fall. Weil wir brauchen jetzt erstmal eher Planken, Holz. Damit wir unser Schiff hier weiter ausbauen können. Die agonische Maid muss ja wachsen. Die muss ja noch größer werden. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen beidrehen. Das muss reichen. Dann drehen wir den auch schon mal für gleich so in Richtung Kiste. Ich hoffe, das werden wir erreichen. Wenn jetzt Boris zugebissen hätte. Wassermelone, nice. Und noch eine Wassermelone.
Dann schade, dass man die Dinger hier nicht abholzen kann. So, dann kann das weg. Das kann weg. Und das kann weg. Wenn wir die beiden... Hoppla, schon mal hier runter. Nein! Palmsalm, Palmblatt, Mango. Genau. Ist für mich manchmal immer noch ein bisschen so tricky. Hey, komm, ich will da hoch. Achso, wir haben hier schon alle Bäume. Ja, okay, dann gehen wir wieder zurück. Das Schloss hier unten könnten wir auch mal, wenn wir wirklich Not haben, auch mal sammeln. So, so. Ah, wir können wieder zwei bauen, nice. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nope. Wir müssen ein bisschen so drehen. Den kriegen wir nicht mehr. Müssen wir so den schnappen. Wo ist Boris? Da kommt schon Boris. Da kommt er schon angeschissen. Ah, da ist die Kiste. Ja, genau. Ich frage mich, was steht denn da drauf? Star Cargo. Ich frage mich eigentlich, wie viele Körperteile mir eigentlich dadurch jetzt fehlen müssten. So oft wie der Boris hier an uns knabbert. So, den haben wir. Wir müssten hier eigentlich schon locker mit zwei Holzbeinen rumlaufen oder so. Ah, die können wir auch wegschmeißen. Noch brauchen wir die nicht. Und dann später fällt mir auf, irgendwann so, die hätte ich doch gebrauchen müssen. Weil später fehlen die mir dann. Ich glaube, die drei kriegen wir nicht mehr. Nee, die sind zu weit weg. Die sind für uns verloren. Große Insel wieder. Mit Vogel. Aber dafür viel Holz. Ja, dann schmeißen wir mal die Kartoffeln hier auch noch auf den Grill. Wir holen die uns so. Auch wenn Boris gleich an uns wieder knabbert. So. Und so. Und so. Wo ist Boris? Da kommt schon Boris. Da kommt er wieder angeschissen. Ja, genau. Mein super Ausweichsprung habe ich auch nicht hingekriegt. Und den schnappen wir uns auch noch. Komm. Okay, keine Fässer mehr. Weg und weg.
Ah, geil, noch zwei Bretter. Beziehungsweise 12 mal Holz noch. 11 mal brauchen wir insgesamt. Und da kommen ja noch 2 Fässer. Und hoffentlich haben die so viel Holz. Kann ich hier an sich aber irgendwie diese Netze bauen? Hier, Sammelnetz. Kann ich hier bauen? Okay. Ah, okay, so komme ich nicht dran. Und ja, den haben wir. So, 4 mal Planke. Jede Wette, der Vogel hat uns jetzt schon entdeckt und greift sofort an. Ja, der hat uns jetzt schon entdeckt. Der attackiert uns jetzt schon hier auf dem Schiff. Wieso habe ich wieder Steine? So, wo sind sie? Da. Den packen wir mal hier hin. Und die Rübe ebenfalls. Würde ich sagen, wir gleiten damit mal ein bisschen dahin. Drecksvogel. Komm, egal. Machen wir so. Mal schauen, was wir hier finden. Den können wir nicht abpacken. Ja, genau. Da oben ist was. Ah. Ausgerechnet mich trifft er immer. Boah, so viele Scharniere. Nice. Und Kletterpflanzenglibber haben wir wieder. Ja, genau. Mach mich kaputt, Drecksvogel. So, wir fressen eben ein bisschen was. Problematik ist, die wir jetzt haben, dass wir in Richtung des Vogels gehen müssen, wo der sein Nest hat, wenn wir wieder auf unser Boot wollen. Wo ist denn der überhaupt jetzt? Da oben. Hier haben wir eine Höhle. Dreck brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay. Bringt uns nichts hier zu sein. Oder vielleicht doch. Da, ne. Hier bringt es uns gar nichts. Aha, daneben.
Wo ist denn der Vogel? Da oben. Ah, wir müssen auch gleich nochmal zurück zum Boot. Beziehungsweise zum Schiff. Eine neue Axt bauen. So, wann schießt er wieder? Wann versucht er uns wieder abzuwerfen? Da kommt er schon. Ja, wenn wir die ganze Zeit erstmal von ihm wegrennen. Toll. Das weg. Und das weg. Was muss noch weg? Nichts mehr. Ja. Dann gehen wir uns jetzt erstmal wieder eine neue Axt bauen. Boris, bleib da, wo du bist. So, und dann Werkzeuge und eine neue Axt. So. Ja, der trifft uns nicht. Gefällt mir auch so besser, wenn er uns nicht trifft. Da haben wir wieder einen Laden und da wieder ein Wildschwein. Natürlich, der wird jetzt auch gleich sofort wieder auf uns losgehen. Der soll da unten bleiben und der bitte da hinten. Kiste. Ah, oh, nice. Okay, ich kann ihn so nicht kaputt machen. Bitte bleib weg. Ne? Achso, ich wollte schon sagen, wo bin ich jetzt? Oh, Drecksviech! Hallo, ich will nur deine Natur hier kaputt machen, ja? Was haben die immer für so eine Aggro hier? So, zur Beruhigung erstmal ein Energy. Wegen diesen Tieren hier. Warum müssen die immer so aggro sein, wirklich? Noch habe ich denen ja nichts getan. Die sind ja diejenigen, die zuerst angreifen. Das kann wieder ein Müll. Das kann in den Müll. So, warte, haben wir noch irgendwas, was ein Müll kann? Oh, wir haben wieder... Nice, wir haben wieder zwei Glas. Und noch eine Mango. Und Wassermelonen. Die Samen können auch in den Müll. Ah, geil, hier gibt es auch nochmal wieder. Okay, noch mehr Bäume hier unten sehe ich jetzt nicht. Aber da sehe ich noch zwei, die ich übersehen hatte. Oh, rote Beeren, nice. Komm, ich will da hoch. Ah, hier ist noch einer.
So, dann gehen wir jetzt nochmal schnell dahin, wo der Vogel ist. Schnappen uns noch die Palmen da. Der hat wieder seine Agro auf uns gezogen, wie ich sehe. Da hole ich jetzt einen Stein. Der holt sich jetzt mit Sicherheit wieder einen Stein. Nein, hier komme ich nicht weiter. Ah, immerhin hat er daneben geworfen. Gut. Was hat er aber vor, wenn er uns getroffen hat? Warum will er uns töten? Hat er vor, mich später noch zu essen oder wie? Ist ein ganz komischer Vogel auf jeden Fall. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Ich schwör's euch, irgendwann werde ich ihn essen. So, wie viel können wir noch? Ah, viel können wir nicht. Ja, du mich auch, Drecksvogel. Weg damit. Okay, mehr haben wir hier nicht. Ja, du mich auch, Vogel. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir jetzt hier runterspringen, überleben wir das? Ich mache hier vielleicht mal Safe Game. Ja, wir überleben es. Und da kommt Boris. So, dann schnell Anker lichten. Nee. In die Richtung. Dann können wir hier jetzt fertig bauen. Ja, wir haben es geschafft. Hier hinten, der hintere Teil ist fertig. Wir haben es geschafft. So. Dann brauchen wir hier aber den hier. So und so. Und dann brauchen wir das. Na, die Frage ist, wird das hier so funktionieren, wie ich das vorhabe? Ich glaube, wir brauchen auch das hier. So und so. Ja. Kommen wir hier jetzt weg? Der Vogel kommt jetzt noch. Oh, toll. So, nein. Komm. Hier. Und hier. Dann noch hier. Hallo. Hier. Und hier. Dann muss. Ah, wir haben nicht mehr genug Holz. Alles jetzt schon wieder verbraucht? Wirklich? Jetzt haben wir schon wieder alles verbraucht an Holz. Na, immerhin ist der nicht mehr hinter uns her. Und darauf erstmal eine Melone fressen. So, dann schaue ich mal, was kann ich hier jetzt einlagern? Das kann ich hier einlagern. Die kann ich auch mal draufpacken. Glas. Haben wir zumindest jetzt wieder 5. Kokosnuss. Habe ich ganz schön viele. Komm, die packe ich auch mal hier hin. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was hier noch rein kann. Ich glaube, die da kann ich rausschmeißen.
Steine kann ich auch erstmal rausschmeißen. Wir kriegen eh ohne Ende von den Dingern. So, wo habe ich die? Da. Weg und weg. Ich glaube, Seile kann ich auch erstmal wegschmeißen. Wir haben 20 im Inventar, also in der Kiste. Also pack ich mal hier hin. Tage überlebt. Jo, wir können den jetzt hier mal wegpacken. Und packen den jetzt erstmal hier hin. Nice. Dann ist er jetzt erstmal hier. Können wir den auch erst einmal umräumen. Ja, packen wir den erstmal da. Und machen den erstmal zu. Boah, geil, wir können hier jetzt erstmal alles wegpacken, erstmal nach oben. Packen wir erstmal hier hin. Das sammeln wir auch mal ein. Also, ich drücke C aus Versehen. Hier. So. Ja, das packen wir erstmal hier hin. Oder wir machen den so. Genauso wie den auch erst einmal nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie wir hier vorne das jetzt auch anfangen weiter auszubauen. Und uns langsam immer sicherbar nach oben hinbauen. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!